Hallo Leute, schön, dass ich euch bei Best Barbecue aufs Neue begrüßen kann. Heute mit einem Ingwer-Tee. Mir geht es mich eigentlich ganz schön beschissen. Aber nichtsdestotrotz, grillen muss halt, ne? Letzte Woche hatten wir ja die Low Carb Iberico Pfanne. Heute gibt es das krasse Gegenteil. Heute gibt es nämlich Pork Belly Burnt Ends. Dazu haben wir hier einen schönen Schweinenacken, das sind 2 Kilo mit Schwarte. Schwarte machen wir mal runter. Und zwar geht das ganz einfach. Zack, schon ist die Schwarte runter. Braucht man natürlich ein scharfes Messer für. Die werfen wir nicht weg. Daraus probiere ich mal schwarze Chips zu machen. Das ist auch mein erster Versuch mit Pork Belly Burnt Ends. Ich habe überlegt, ob ich es anders nenne. Zum Beispiel geile Bauchhappen oder so. Aber ja. Also pass auf, wir schneiden die in Würfel, naja, so etwa 2x2 cm. Gewürzt werden sie mit einer gepimpten Magic Dust Mischung, und zwar ist das Magic Dust. Da ist noch ordentlich brauner Zucker mit drin und auch Chili Chipotle Flakes. Süß und scharf, das muss immer gut kommen. So, jetzt schneiden wir erstmal Würfel. Also, dass ihr euch nicht wundert, ich stand eben schon eine halbe Stunde in der Küche, habe aus dem Bauch 3 Rippen rausoperiert und die Schwarte oben ab, abgeschnitten. Ich weiß nicht, ob man das auch beim Metzger schon so kriegt. Naja, es war ungefähr eine Viertelstunde oder so. Damit ihr auch so einen Überblick habt, wann ich die Videos immer drehe und wann ich sie schneide und wann sie dann online gehen. Gestern war ein geiles Europa League Spiel. Und meine Lieblingsmannschaft ist ins Achtelfinale eingezogen. Schöne mundgerechte Happen. Die werden natürlich nochmal die Hälfte verlieren oder so und dann passen die prima rein. Bei roten Raps und sowas, Paprika, muss man nicht, aber Handschuhe sind schon besser. Sonst müsst ihr echt danach viel zu lange schrubben und nicht ins Auge fassen danach. So sollten die aussehen. Von allen Seiten ein bisschen was dran. Da geht's. Mit dem Grill haben wir das Setup für indirekte Hitze. Ich möchte gerne so zwischen 120 und 150 Grad die ganze Zeit haben und ordentlich rauchen soll es auch. Für den Rauch haben wir hier Räucherchips, die könnt ihr überall kaufen, gibt es in jedem Supermarkt mittlerweile und Baumarkt. Und ich zeige euch gerade mal mit einem Schnitt, wie das hier drin eigentlich aussieht. Hier vorne haben wir als Starter 5 Kohlen, die habe ich im Anzündkamin vorgeglüht. Und dann hier hinten die Kohlen aufgeschichtet, inklusive da hinten der Räucherchips. Das wird ungefähr 4 bis 6 Stunden halten, 4 Stunden peile ich an für das Ganze. Jetzt lassen wir ein bisschen Luft ziehen und sobald es anfängt zu rauchen, kommt der Deckel zu. In der Zeit lade ich den voll. Dann kommen wir in die Räucherphase erstmal.
2 Stunden. Ich werde nach einer Stunde werde ich mal reinschauen. Aber 2 Stunden sollte es schon brauchen. So, kann man das erkennen, dass das jetzt ordentlich anfängt zu rauchen? Das sind übrigens Apfelholzchips. Jetzt kommt der Deckel zu. Die Lüftung ist nur minimal auf. Hier oben mache ich sie auch nur halb auf. Und wichtig ist, wenn ihr auf der Seite die Kohle habt und den Rauch, dann muss die Lüftung auf der anderen Seite sein. Und das einmal durch den Grill durchzieht, über das Fleisch und wieder raus. Apfelrauch kommt ziemlich geil. Wir sehen uns in einer Stunde beim Reingucken wieder. Und bis dahin gehe ich wieder auf die Couch und trinke Tee. Da sind wir wieder. 2,5 Stunden haben die jetzt vor sich hingeräuchert. Ja, riechen ganz fantastisch. Jetzt kommt die Glaze. Wir nehmen einfach Ketchup, Ahornsirup, Honig und noch ein bisschen von dem Rub, den wir vorhin schon benutzt haben. Bisschen Ketchup, Ahornsirup, das macht die ganze Geschichte auch zu einer tödlichen Kalorienbombe. Honig, auch noch ein bisschen Rub. Schön warm. Schaut euch mal das an. Ich würde am liebsten jetzt schon reinbeißen. Job. Und nochmal Rub. Jetzt sind sie einmal alle herrlich süß glasiert worden. Jetzt geht der Deckel wieder eine Stunde zu. Bis später. So Freunde, nach 4 Stunden kommen wir zum Finale. Und zwar sind unsere Pork Belly Burnt Ends fertig. So schauen sie aus. Jetzt räumen wir ab und als nächstes könnt ihr sehen, wie ich sie probiere. Immer noch? Ja. Oh. So, fertig sind wir. Ich werde jetzt für euch probieren müssen. Mundraub. Oh, heiß. Schmeckt genauso, wie ich mir gedacht habe. Ziemlich geil, ziemlich süß, ziemlich fettig, aber wir wollen es ja nicht anders, gell? Wenn es euch gefällt, lasst mir noch ein Abo da und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut, tschüss.